Lieber Steinbock, mein Name ist Emanuel von Zehnstern. Ich bin dein astrologischer Lebensberater. Und das ist die allgemeine Monatsprognose für November 2020. Zwischen 1. und 11. des Monats bilden Merkur und deinem Planetenherrscher Saturn einen Quadrat. November beginnt mit vielen Umwegen und Rückschritten, ein bisschen Geduld ist an diesen Tagen erforderlich, mein lieber Steinbock. Eine Verzögerung kann in dieser Zeit eintreten. Man wird sich selbst um die Dinge kümmern, anstatt zu erwarten, dass sie sich von alleine regeln. Das ist ganz wichtig und das kannst du auch sehr gut. Zwischenmenschliche Vereinbarungen werden eine besondere Stellung gewinnen. Falls eine wichtige Entscheidung bevorsteht, sollte man diese erst ab 11. des Monats treffen. Das ist sehr wichtig. Nicht davor, okay? Am 3. läuft Merkur direkt in Waage. Eine sachliche Kommunikation mit deinem Mitmenschen wird sich bis zum 10. des Monats als besonders vorteilhaft erweisen. Erfolg bei Verhandlungen, Gesprächen und Prüfungen ist zu erwarten. Zwischen 12. und 13. des Monats hast du eine mächtige Konjunktion zwischen Jupiter und Pluto. Du wirst endlich eine klare Perspektive von deinen persönlichen Zukunftsmöglichkeiten haben und dies wird dir mehr Sicherheit und Selbstvertrauen spenden. Menschen wie Vater, Vorgesetzter oder Amtsträger können bald von Bedeutung sein. Am 14. Läuft Mars wieder direkt im Widder. Bis Anfang 2021 wirst du nur wenig Ruhe haben, also du bist etwas beunruhigt, insbesondere bei den Themen Wohnung, Haus, Familie, das alles kann viel Arbeit mit sich bringen. Du solltest genau das identifizieren, was dich schadet und dich dementsprechend davon befreien. Dies betrifft Menschen und Verhältnisse, die deinen inneren Frieden stören. Zwischen 17. und 20. bilden Merkur und Uranus eine Opposition. Man kann ein bisschen durcheinander sein und damit einen gravierenden Fehler begehen. Bei den Themen Kinder, Bildung und Geldinvestitionen sind Überraschungen möglich. Eine Reise, räumliche Umgestaltung oder Umsiedlung wären bis zum Monatsende äußerst ungünstig. Davon würde ich dir abraten. Zwischen 15. und 19. des Monats haben wir eine Konstellation, die nicht so einfach ist, zwischen Venus und Saturn. Du wirst mit anderen Menschen bei der Gestaltung gemeinsamer Projekte gut vorankommen, aber alles mit Geduld. Vielleicht wirst du erkennen, wie wichtig Partnerschaften bei der Verfolgung eigener Interessen sein können. Am 21. hast du Venus in Skorpion und Venus wird bis Mitte Dezember in diesem Zeichen sein. Bis dahin solltest du dich nicht so sehr von Gefühlen, sondern von der Vernunft führen lassen, auch wenn dies Konsequenzen für andere haben kann. Ja? In Sachen Liebe können Eifersucht und Neid vorkommen. Zwischen 22. und 28. haben wir Venus Opposition Uranus. Große Geldinvestitionen oder Ausgaben sollen unbedingt vermieden werden, denn dies wird wahrscheinlich große Verluste verursachen. Am 29. läuft Neptun direkt in Fische. Kreatives Denken und spirituelle Arbeit können bis Juni 2021 besonders wichtig im beruflichen Bereich sein. Manche Steinböcke werden bald eine lange Reise machen. Ja, also das ist sehr wahrscheinlich, wenn das überhaupt geht in dieser Zeit. Und dann zum Schluss, zwischen 29. und 30. Haben wir Merkur, Sextil, Jupiter und Saturn. Am Monatsende herrscht bei dir eine nüchterne Stimmung. Die Regelung von ernsthaften Angelegenheiten ist zu erwarten. Lieber Steinbock, mit diesen Aussagen bin ich fertig mit der allgemeinen
Prognose für November 2020. Wenn du eine persönliche Prognose für die kommenden Jahre brauchst, du kannst jederzeit eine Beratung bei mir bestellen. An dieser Stelle wünsche ich dir viel Glück und Gesundheit für November. Alles Gute und bis zum nächsten Video.